Das Wochenende war das Stars of Sounds Festival zu Murten unter brennender Sonne. Während dem Festival haben Besucherinnen und Besucher diverse Strategien entwickelt, um sich abzukühlen. Es ist heiß, aber es ist nicht so heiß, dass man sich nicht über die Musik freuen kann. Wir glauben nicht, wir haben ein kühles Getränk in der Hand und das könnte nicht besser sein. Nein, wir können ja gerade in den See kumpen. Genau, wir sind vorher noch Schwung gegangen. Es ist wirklich sehr heiß, aber ich glaube, es ist noch nicht auszuhalten. Das Publikum ist aus zwei Gründen hier, wegen der Atmosphäre und wegen dem Line-Up. Weil es der dritte Tag ist, weil es der dritte Tag da bin. Und gute Musik ist natürlich. Ich finde, sie haben heute ein cooles Line-Up mit guten Schweizer Bands. Die Musik ist auch natürlich vier Tage lang sensationell, das ist super. Ich wohne mittlerweile im Bündnerland und bin vorher auch immer da gewesen und darum bin ich heute auch wieder da. Der Organisator ist mit der Anzahl an Besuchern zufrieden, die den Hits trotzen. Seit 13 Jahren gibt es das Festival jetzt schon und hat sich dementsprechend auch weiterentwickelt. Ich glaube schon, dass Murten und die umliegende Region Freude hat an diesem Festival im Grossen und Ganzen. Es hat sich sicher entwickelt, es ist ein Gesamterlebnis geworden, es ist grösser geworden, es ist vielseitiger geworden mit einer zweiten Nebenbühne, mit diversen Attraktionen, mit Aktivitäten, die man hier unternehmen kann, die sicher das Gesamterlebnis so komplettisieren. Ein Festival, das sich weiterentwickelt und immer wieder neue Talente auf Murten bringt. So wie die St. Gallerin Joya Marlene, die an diesem Wochenende viele Fans ins Freiburger Städtli lockt. Sie steht zum ersten Mal auf der Bühne von Stars of Sound Murten. Kurz bevor es ernst gilt, steigt der Druck. Wir haben sie kurz vor dem Konzert im Backstage-Bereich getroffen, mit dem Latte Macchiato in der Hand für eine Abkühlung. Ich bin immer so nervös vor Konzerten und ich muss mich immer irgendwie runterbringen. Und ich gehe dann immer mit der Band und wir singen uns ein und dann wird es besser. Aber ich glaube, in einer Stunde bin ich sehr nervös. Du musst mich in einer Stunde noch mal fragen, dann bin ich ganz anders. Jetzt hier, okay, so laut wie ihr könnt. Zum einen ist sie nervös, weil es für sie das erste Mal auf der Bühne zu Murten ist. Auf der anderen Seite ist sie aber auch zufrieden, wie sie sich seit dem Start ihrer Karriere entwickelt hat. Also ich habe gemerkt, glaub, vor allem, halt, als ich Nightmare rausgebracht habe, ich glaube, so 17, 18 war. Jetzt bin ich 20 und ich glaube, so 17, 18, 19, 20 sind so relativ, oder habe ich jetzt empfunden, sind irgendwie... ist ein Alter, wo du dich viel irgendwie auch fragst, okay, hey, ist das easy, wenn ich mache, oder muss ich mich verändern und so. Und dann habe ich schon gemerkt, dass das sehr wichtige Jahre gewesen sind für mich und dass ich mich auch so ein bisschen verändert habe vielleicht auch. Ich bin sicher irgendwie ein bisschen selbstsicherer geworden. Früher habe ich immer das Gefühl, oh, ich will allen gefallen, ich will die Leute um mich stolz machen auf mich. Und das würde ich auch jetzt noch, und es ist eigentlich auch schön, wenn du irgendwie willst, dass die Leute mögen, aber ich habe mir so gemerkt, du kannst es nicht allen recht machen. Sie ist sich selber treu geblieben und hat das Publikum begeistert. Eine gelungene Premiere für die junge Sängerin. Und trotz der heißen Temperaturen bringt sie die Menge schnell zum Tanzen.